Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Yoga mit Nicole. Ich habe heute eine Einheit für euch, die eure Balance etwas herausfordern wird, die euren Körper stärkt und natürlich auch euren Prana-Fluss in Wallung bringen wird. Ihr braucht für diese Einheit nichts weiter als euch selbst und eure Matte und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Wir sehen uns. Wir beginnen am Anfang der Matte. Stell die Füße hüftbreit auf und als allererstes kreise die Schultern leicht nach hinten unten, halte die Öffnung in deiner Brust, deine Handinnenflächen sind nach vorne gedreht, schließe deine Augen, hebe dein Kinn ein kleines bisschen, fühle deinen Körper und setze dir eine Absicht für die heutige Yoga-Einheit. Wir atmen ein, ziehen die Arme nach oben, kommen in eine sanfte Rückbeuge, Urdhva Hastasana. Und mit der nächsten Ausatmung kommen nach unten in Uttanasana, die ganze Vorwärtsbeuge. Locke deinen Kopf ein bisschen, schaukel hin und her. Mit deiner nächsten Einatmung komm den halben Weg zurück in die halbe Vorwärtsbeuge, Rücken ist ein Tisch. Atme hier noch einmal ein und mit der Ausatmung Hände zur Matte, steig nach hinten ins Brett. Wir spannen unseren Bauch und die Oberschenkel an, feste Körpermitte. Atme hier noch einmal ein und Knie, Brust, Kinn absenken aus. Einatmen, gehen die Cobra Bhujangasana. Schenk dir hier zwei wunderbare Atemzüge in deinen Brustkorb. Die Schultern ziehen dabei weg von den Ohren und mit der Ausatmung zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, steig nach vorne in die halbe Vorwärtsbeuge. Aus, Ganze. Komm nach oben ein. Hände vors Herz aus. Ein, nach oben strecken, Uttanasana aus, ganze Vorwärtsbeuge. Halbe ein, Rücken ist dein Tisch, ins Brett aus. Hier einatmen und Chaturanga aus. Einatmen in die Kobra oder heraufschauender Hund. Aus, herabschauender Hund. Ein, steig nach vorne in die halbe Vorwärtsbeuge, Rücken ist dein Tisch. Aus, Ganze. Ein, komm nach oben. Hände vors Herz aus. Ein, strecken. Uttanasana aus, ganze Vorwärtsbeuge. Halbe ein. Ins Brett aus. Hier einatmen. Und deinen Weg nach unten aus. Heraufschauen ein. Und herabschauender Hund aus. Einatmen, lauf oder spring in die halbe Vorwärtsbeuge. Aus, Ganze. Ein, komm nach oben in die Streckung. Hände vors Herz aus. Stell die Füße wieder hüftbreit auf. Die Arme neben dir, Augen geschlossen, spüre nach. Spüre und fühle Prana, wie es durch deinen gesamten Körper strömt. Letzter Atemzug und löse auf, öffne deine Augen. Als nächstes machen wir eine Bewegungskombination und zwar unser Standbein ist das rechte Bein. Wir nehmen die Hände in Anjali Mudra vor dem Herzen zusammen. Stell den linken Fuß hinter dir auf und jetzt verlagere dein Gewicht auf den rechten Fuß. Der linke löst sich von der Matte. Komm in Krieger 3,
die Hände entweder vor der Brust oder nach vorne ausgestreckt. Mit der nächsten Einatmung ziehst du die Arme und das linke Knie nach oben. Der Oberkörper ist aufgerichtet und das linke Bein so hoch gezogen, wie du kannst. Aus, wieder in Krieger 3. Sehr schön. Linker Fuß ist geflext, Oberkörper und Bein eine Linie. Ein, wieder hoch. Aus, Krieger 3. Und versuch nicht die Balance zu verlieren. Versuch konzentriert zu bleiben. Einatmen, nach oben ziehen. Und Achtung, jetzt steig mit links nach hinten. Wir machen einen großen Ausfallschritt nach hinten. Ich gehe noch ein bisschen vor. Ganz, ganz große High Lunge hier. Wir ziehen die Arme nach oben zur Decke, lehnen uns kraftvoll nach hinten. Hand in den Flächen zeigen zueinander. Und wenn du möchtest, dann lass dein linkes Knie einmal nach unten zur Matte und stell es wieder auf. Wieder ablassen und aufstellen. Ablassen und aufstellen. Wir atmen hier noch einmal ein und herabschauender Hund aus. Einatmen in die Planke. Dein Weg nach unten aus. Heraufschauen ein, herabschauen aus. Einlauf oder spring in die halbe Vorwärtsbeuge. Aus, Ganze. Komm nach oben ein. Hände vors Herz aus. Stell den rechten Fuß nun hinter dir auf. Gewicht auf das linke Bein verlagern. Und wir gehen in Krieger 3. Bein und Oberkörper eine Linie. Einatmen, rechtes Knie nach oben ziehen und die Arme aus, Krieger 3. Wunderbar. Einatmen, heben. Nicht die Balance verlieren. Und wieder Krieger 3. Zieh das rechte Bein so hoch du kannst. Und letztes Mal ein nach oben. Und jetzt steig mit dem rechten Bein weit nach hinten, so weit du kannst. Wir ziehen die Arme nach oben und kommen in einen sehr, sehr schönen, offenen High Lunge auf der linken Seite. Bleibe entweder hier oder bring das rechte Knie noch dreimal zur Matte. Eins. Zwei und drei. Sehr gut. Atme hier noch einmal ein. Hände zur Matte, herabschauender Hund aus. Ein Planke, Chaturanga aus. Heraufschauen ein und herabschauen aus. Ein Lauf oder Springen. In die halbe Vorwärtsbeuge. Aus, Ganze. Komm nach oben ein. Hände vors Herz aus. Stell die Füße wieder hüftbreit auf. Die Arme neben deinen Körper. Die Augen geschlossen. Spüre nach. Atme noch einmal ein und löse auf mit dem Ausatmen. Wir stellen uns mit dem rechten Fuß gut verbunden auf die Erde. Und heben das linke Bein. Die rechte Hand greift jetzt die Fußkante links von außen
Und du arbeitest an der Streckung des linken Beines nach vorne. Alternativ kannst du hier auch einen Gürtel nehmen, legst die Schlaufe um den Fuß, hältst ihn mit der Hand fest. Der linke Arm zieht nach hinten und Schritt für Schritt drehst du deinen Kopf nach links. Nicht zu mir gucken. Letzter Atemzug. Der linke Fuß bleibt noch oben. Lege deinen linken Fuß an die rechte Hüfte oben ab. Wir sind im halben Lotus, im Stehen. Nimm die Hände in Anjali Mudra vor dem Herzen zusammen. Und dann kannst du ganz langsam das rechte Bein beugen, wenn du möchtest, noch weiter nach unten. Der Blick konzentriert auf einen Punkt. Die Atmung fließt ganz ruhig und gleichmäßig. Letzter Atemzug. Und auflösen. Rechtes Bein. Wir stehen mit links auf unserer Matte, kommen in die Balance. Greifen mit der linken Hand nun die rechte Fußaußenkante und strecken das rechte Bein langsam nach vorne aus. Arbeite an der Streckung deines Beines. Der rechte Arm zieht nach hinten und ganz langsam drehst du deinen Blick mit nach rechts. Letzter Atemzug. Und wieder auflösen. Achtung, wir bleiben hier. Lege deinen rechten Fuß an die linke Hüfte. Halber Lotus auf der anderen Seite. Linkes Bein leicht beugen. Und dann nimm die Hände in Anjali Mudra vor dem Herzen zusammen. Letzter Atemzug hier. Und langsam auflösen. Wir steigen nach vorne, langsam an den Anfang unserer Matte. Wir atmen ein, nach oben strecken, Uttanasana aus, ganze Vorwärtsbeuge. Steig oder spring ins Brett. Hier nochmal einatmen und dein Weg nach unten aus. Heraufschauen ein und herabschauender Hund aus. Für unsere letzte Haltung bitte ich dich, gut auf dich selbst zu hören. Wir kommen in den Handstand oder eine Variation davon. Du kannst auch einfach im herabschauenden Hund bleiben oder du machst einen kleinen Scherensprung mit deinen Füßen oder gehst an eine Wand, um hier den Handstand für 3-4 Atemzüge zu halten. Ich gehe heute auch hier an meine Wand. Komme langsam wieder heraus in den Hund. Knie zur Matte lassen und Balasana. Schenke dir hier noch 3 Atemzüge.
komme langsam nach oben in den Sitz. Schließe deine Augen. Nimm die Hände entweder in einer Schale vor dir in den Schoß oder auch Anjali Mudra vor dem Herzen. Schließe deine Augen. Spüre Prana in deinem Körper. Fühle dich energetisiert. Noch 3 Atemzüge hier. Und dann schenke dir ein Lächeln nur für dich selbst und verneige dich vor dir und sei dankbar dafür, dass du dir heute Zeit genommen hast für deine Yoga-Praxis. Namaste. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, dir hat diese schnelle, aber ganz schön knackige Yoga-Einheit gefallen. Wenn der Handstand diesmal noch nicht geklappt hat, keine Panik, du kannst es immer wieder gerne probieren. Du kannst aber auch natürlich immer für die Atemzüge auch im herabschauenden Hund bleiben und hier an deiner Handstandtechnik weiterarbeiten. Eine Sache habe ich noch, ganz zum Schluss, falls dir mein Outfit gefallen hat, meine Hose oder mein Sport-BH, dann findest du mehr Informationen darüber unter www.niyama.design. Wir haben ganz neu damit angefangen. Ich selbst habe diese Produkte designt, entworfen und bin ganz, ganz stolz darauf, jetzt Inhaberin einer eigenen Modelinie zu sein. Also wenn du neugierig bist, schau einfach mal auf den Link, findest du unten in der Beschreibung www.niyama.design. Würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust. Und dann natürlich immer noch das Gleiche, liken, Daumen hoch, Kanal abonnieren, teilen, Kommentar schreiben, fühlt euch gedrückt und dann sehen wir uns das nächste Mal auf der Matte.